Felix Ostrowski und Ralf Stockmann. Hallo. Genau, Ralf Stockmann. Ich bin an der ZRB Direktor für digitale Entwicklung und Verbundangelegenheiten und mein Kollege Felix Ostrowski von der Staatsbibliothek. Sag selber Hallo. Hallo. Okay, und wir wollten mal ein bisschen schauen, was haben wir in den letzten Jahren gemacht auf Mastodon und im Fediverse? Wie schätzen wir unsere Erfahrungen hier ein? Und was würden wir vielleicht als ein oder andere Idee auch mal mitgeben? Wir waren relativ früh dabei, finde ich, nämlich 2019. 2016 wurde ja Mastodon gegründet, also lange vor Musk und dem ganzen Twitter-Exodus haben wir schon diese eigene Instanz an den Start gebracht. Das war damals nicht mit einem großen Masterplan verknüpft, sondern ich wollte mal wieder einen Vortrag auf dem Bibliothekartag halten, der hieß damals noch so. Und da schien mir das irgendwie eine gute Idee zu sein. Wir probieren das einfach mal mit einer Instanz nur für das deutsche Bibliothekswesen. Wer hier nochmal besonders gerühmt gehört, ist der Gerrit Gragert, damals auch bei mir in der Abteilung. Der hat das Ganze technisch unterstützt. Alleine hätte ich das, glaube ich, nicht so ohne weiteres hinbekommen. Es ist immer gut, wenn man einen hat, der eine Idee hat und einen hat, der dann auch die technischen Möglichkeiten dazu mit auf die Straße bringen kann. Upsa. So, jetzt ist das auch an. Genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das gerade klar geworden ist. Ralf war damals an der Staatsbibliothek und ist mittlerweile an der ZLB. So, wen wollten wir damals erreichen? Es gibt so, genau, so eine gewisse Bubble an technikaffinen Bibliothekswesen, die auch auf Twitter schon immer recht aktiv waren. Und das war für uns so gewissermaßen erstmal der Maßstab, um zu gucken, ob wir irgendwie so eine Art Kern-Peer-Group darüber bewegen können. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, sind natürlich noch viel, viel mehr Leute, aber das ist jetzt irgendwie mal so ein Eindruck von Accounts, die auch auf Twitter damals schon reichweitenstark waren. Ne? Das war also so ein bisschen unser Ding an der Stelle, erstmal die richtigen individuellen Bibliothekswesen einzupacken und mit rüberzunehmen. Das ist soweit ganz gut gelungen. Und dann eben auch von den Institutionen, so die Keyplayer mitzunehmen. Ich habe die Speaker-Notes jetzt hier nicht, weil die nicht funktionieren, sonst hätte ich noch ein paar Zahlen. Aber das sind jetzt hier auch die reichweiteren oder reichweitenstärkeren Accounts bei uns aus dem Bibliothekswesen. Deutsche Digitale Bibliothek, die STABI natürlich, die Bayerische Staatsbibliothek, unser ewiger Konkurrent. Die Deutsche Nationalbibliothek, die TIP in Hannover. Na, das ist schon so ein bisschen das Who is Who der wissenschaftlichen Bibliotheken. Und da würde ich auch sagen, haben wir eine kritische Masse erreicht und die dazu bewegen können, doch auf unserer schönen Mastodon-Instanz im Fediverse ein Zuhause zu finden. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Die meisten von denen haben dann auch wirklich ihre Twitter-Accounts oder jetzt X-Accounts stillgelegt. Das heißt also, es war wirklich ein Wechsel. Die meisten, aber nicht alle. Ich arbeite daran. So, jetzt wird es ein bisschen übersichtlicher hier, denn wie gesagt, es war vorher auch irgendwo schon die erste Zielgruppe, eben diese wissenschaftlichen Bibliotheken zu erreichen. Und das ist, wie gesagt, ganz gut gelungen. Bei den öffentlichen Bibliotheken ist es noch ein bisschen übersichtlicher, aber da kommen wir nachher drauf zurück. Da haben wir doch die Hoffnung, dass durch die ZLB da jetzt nochmal ein ganz anderer Schwung reinkommt. Genau, ein paar weitere sind schon da und das ist halt recht unterschiedlich. Ne? Also von der Stadtbibliothek Pankow bis zur ZLB, die Busbibliotheken, das ist irgendwie schon ganz witzig zu sehen, wen das irgendwie da an erster Stelle dann so erreicht. Und vielleicht sind beim nächsten Mal die Kacheln hier dann doch deutlich vielfältiger. Es gibt auch noch so diverse bibliotheksnahe Institutionen, die wir dafür gewinnen konnten und auch so ein paar selbstorganisierte Dinge, da möchte ich den Blick mal da unten nach Bibliojobs, das ist so eine Art Jobbörse wirklich für das Bibliothekswesen, denn das Bibliothekswesen ist ein sehr guter Ort übrigens für ITler, die für die Guten arbeiten wollen. Irgendwann 2020 habe ich auch einen Tweet von einem gewissen Ralf Stockmann gesehen, der da eine Stelle angepriesen hat. Auf die habe ich mich dann beworben und dann bin ich an der STABI gelandet. Also das war so mein ganz persönliches kleines Ding mit dem Fediverse. Genau, und von 2019
plätscherte das erstmal vor sich hin, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Man hat ja erstmal geguckt, es war vielleicht auch ein bisschen ein Testballon, was passiert denn jetzt? Und ja, wir haben es vorhin schon gesehen, als die große Marketingveranstaltung, die der Herr da oben dann veranstaltet hat. Anfang 2022 ging das Ganze dann ein bisschen durch die Decke. Also hier sind einfach nochmal unsere Zahlen an der Stelle. Und wer jetzt ganz genau hinguckt, der sieht, dass hier natürlich mit der Akquise von Twitter irgendwie im Oktober bei uns die Nutzerzahlen durch die Decken ging. Ich dachte mir hinterher noch, ich hätte die Grafiken auch schön übereinander legen können, aber hinterher ist man immer schlauer. Es war nämlich so, dass bei uns die Auswirkungen viel früher spürbar waren, in dem Moment, als Herr Musk Anfang des Jahres 2022 angedeutet hat, er könnte das Ganze übernehmen wollen. Da sind bei uns nicht wesentliche Accounts dazugekommen, aber die Aktivität hat halt wahnsinnig zugenommen, ne? Und das ist genau dieser erste Knick, den ihr da seht, wo bei uns auch die Betriebszeit ein bisschen weggegrätscht ist. Da ist unser Server einfach überfordert gewesen. Die zweite Delle, die ihr oben seht, das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo die ganzen Nutzer dann kamen. Da waren wir schon auf der neuen Infrastruktur. Das hat uns dann gar nicht mehr so wahnsinnig tangiert, ne? Sondern es war ein bisschen früher wirklich so die Ankündigung schon, wie gesagt, wo einfach die Leute, die schon da waren, aktiver wurden. Was heißt das irgendwie so ganz konkret vielleicht einfach mal? Wir sind von einem kleinen Server auf einen nicht wesentlich weniger kleinen Server gewechselt an der Stelle. Wir sind übrigens nicht bei Hetzner. Und genau, also die kontinuierlichen Updates, was das uns an Administrationsaufwand kostet, das ist absolut überschaubar. Das, was ich vorhin gezeigt habe, so der Knick im Betrieb, das hat uns damals schon ein paar Tage und vielleicht auch Nächte gekostet, erstmal zu verstehen, wie man das Problem repariert, ne? Also es war nämlich nicht damit getan, dass wir auf die größere Infrastruktur gewechselt waren. Wir hatten die Probleme weiterhin. Kleine Literaturtipp da unten, das hat uns damals zumindest sehr weiter geholfen, Scaling up Mastodon. Es hat also nicht nur geholfen, mehr Hardware draufzuschmeißen, sondern eben auch die Konfiguration dann anzufassen. Das war, glaube ich, bei uns eigentlich der größere Knackpunkt, wenn ich mich recht entsinne, ne? Fazit, erstaunlich günstig im Betrieb, ne? Für so eine große Organisation, wie wir das sind, ist das also nicht mal nennenswert. So, also im technischen Betrieb. Jetzt mag man natürlich sagen, haha, aber da treiben sich ja jetzt all die Leute rum und die müssen ja auch alle moderiert werden, sonst wird das Ganze zu einem Scherbenhaufen. Das ist jetzt irgendwie, ne, um was einen Überblick zu geben. Wir sind natürlich jetzt auch nicht die Mega-Instanz wie Chaos Social oder ähnliches, aber irgendwie ist bei uns schon was los. Das ist jetzt irgendwie der letzte Monat an der Stelle. Und da passiert schon was. Und ich kann nur sagen, das ist echt faszinierend. Das ist unser Moderationsaufwand im letzten Monat gewesen, ne? Das ist sicher nicht repräsentativ. Menschen in der Bibliothekswelt sind sehr lieb und sehr kooperativ und bilden eben auch solche Netzwerke aus. Und deshalb muss man eben sagen, ist nicht repräsentativ. Aber für uns, in unserer Situation, ist dieser Moderationsaufwand eben auch absolut überschaubar, ne? Und das ist jetzt auch nicht ein außergewöhnlicher Monat an der Stelle, das ist so ein durchschnittlicher Monat. Und ja, das ist also tatsächlich, weil man die Frage immer gestellt kriegt, wo ist da der Aufwand? Bei uns zum Glück extrem gering. Genau, jetzt sind wir ein bisschen vom Start bis zum Serveraufbau gekommen und genau, der Stresstest, weil da so viele Leute auf einer Instanz, heißt ja noch nicht, es ist dann auch wirklich viel los. Der Stresstest war die BiblioCon 24, früher Bibliothekarstag, jetzt glücklicherweise umbenannt. Erkennt jemand die Location hier, wo das war? Zielgruppe, müsstet ihr wissen, hm? Der ist CCH in Hamburg, wo jetzt der Kongress wieder hin ist. Das ist die große Halle oben, die mit den Lampen. Also der Ort war schon mal richtig. Und auf der BiblioCon 23 habe ich mich einigermaßen darüber echauffiert und aufgeregt, wie schlecht von der zentralen Orga damals Mastodon in die offizielle Kommunikation eingebunden war. Und von daher haben wir das kampagnenmäßig dieses Jahr ein bisschen früher gestartet und ich bin den Leuten ein bisschen mehr auf die Nerven gegangen, schon im Vorfeld. Und das Endergebnis seht ihr jetzt hier. Auf den ganzen Konferenzscreens war dann also der Hashtag für Mastodon gleichberechtigt mit denen von Instagram und Facebook. Und wir sehen, es fehlte in der Tat X an dieser Stelle. Und
die zweite Maßnahme, die wir gepusht haben, war, dass wir prominent Masterwalls verteilt haben. Ihr könnt jetzt mal den QR-Code hier ausprobieren, wenn ihr wollt. Das ist jetzt eine Masterwall hier für diesen Event. Das ist eine Software, die ich mal habe schreiben lassen in der Tat von ChatGPT-4. Das war auch so ein Meta-Experiment. Und das liegt jetzt auf meinem GitHub-Account. Und das, ich glaube, der clevere Gedanke, den ich bei der ganzen Geschichte hatte, war, diese Masterwall müsst ihr euch nicht installieren, sondern ihr nehmt einfach mein GitHub-Repository, ruft das auf, stellt euch oben den eigenen Hashtag ein über die URL oder über das Zahnrad und dann könnt ihr für eure Konferenz, euer Thema, was auch immer, einfach eine URL produzieren, die so eine Masterwall in die Welt hinaus wirft, ohne dass ihr irgendwas installieren, konfigurieren, sonst wie müsst. Ich glaube, das ist nochmal so ein Ding. Wir brauchen nicht nur irgendwie ein Fediverse, wo die Dienste an sich funktionieren, sondern wir brauchen auch so eine Ebene, das Ganze irgendwie noch vernünftig, so ein bisschen PR-mäßig in die Welt rauszubringen. Und das war ein Gedanke, den ich diesbezüglich hatte. Gerade hier diese Woche auf den Open Access Tage in Köln, die haben diese Masterwalls wirklich am Eingang hingestellt. Ja, und so muss man es machen. Das heißt also, du läufst zu der Konferenz und das Erste, was du siehst, ist, hier, guck mal, hier ist Leben und es ist auf Mastodon und nicht mehr auf X. Und kaum macht man es richtig, das ist die Statistik von der BiblioConf24. Und wir sehen, dass also Threads und Blue Sky haben gar keine Rolle gespielt. Das sind jetzt die ersten 24 Stunden, aber es hat sich genauso weiterentwickelt hinterher. Und die Aktivität auf Mastodon war sowohl, was die Accounts als auch die Postings anging, um den Faktor 3:1 höher zu dem auf X. Irgendwie 3 Wochen vorher war die Republika, die haben das nicht ansatzweise so eine Quote gehabt, weil sie aber eben dort offensichtlich auch noch eine andere Philosophie gefahren haben. Ich kann also nur dafür werben, unterschätzt nicht die Macht von Hashtags, gerade auf Mastodon. Es ist einfach ein zentrales Mittel, auch solange die Suche noch so semi-gut ist. Aber es gibt eben Mittel und Wege, ganz offensichtlich, wie man trotzdem gerade für Konferenzen sowas umdrehen kann. Infrastruktur ist wichtig. So, jetzt sind wir schon im Jahr 2024 und da sind wir jetzt halt an den nächsten Schritt gegangen. Genau. Anschalten, nicht ausschalten. Und zwar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn man so die Bibliotheksbubble weiter erreichen will, dann ist es halt mit den wissenschaftlichen Bibliotheken nicht getan. Da sind die öffentlichen Bibliotheken einfach noch ein riesengroßer Player. Und ja, seit Ralf zur ZRB gewechselt ist, ich in der Stabi geblieben bin, haben wir ein bisschen darauf hingewirkt, dass doch unsere Herren Direktoren das, was wir da de facto schon gemacht haben, nämlich kooperiert haben, auch die Jure so machen und so wurde eben ein Kooperationsvertrag an der Stelle geschlossen. Als schon Zeichen für ein gewisses Commitment, ne, für eine Stabilität und Verlässlichkeit dieses Dienstes. Ja, in der Hoffnung, dass noch mehr ÖBs eben an der Stelle auch den Schritt wagen. Ja, und als Vorbild für andere Institutionen. Und da hast du noch einen kleinen Exkurs. Genau, also erstmal Richtung der anderen ÖBs. Ja, also traut euch, wenn ihr irgendwie Probleme, Schwierigkeiten, Sorgen, Nöte habt, meldet euch vertrauensvoll an mich. Das kriegen wir schon hin. Es tut auch gar nicht weh. Weil ich glaube, wir brauchen Vorbilder. So ein Vorbild war ja vielleicht auch das BMBF. Und ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche mitverfolgt habt. Die haben also dann vor ziemlich genau einer Woche dieses Posting hier abgegeben, so tschüss, macht's gut und danke für den Fisch. Nicht viel los hier, unser Mastodon-Kanal ruht bis auf Weiteres, folgt uns doch auf X, Instagram, LinkedIn und Facebook. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, liebes BMBF, ich habe Fragen. Ich habe Fragen gestellt, die werden natürlich nicht beantwortet von dem Social-Media-Team dort. Da muss man sich irgendwie mit abfinden. Ihr seht schon, 530 Antworten gab es auf deren Postings dazu. 3 Likes, nicht so viel. Sie haben insgesamt, das habe ich wirklich nochmal nachgeguckt, 2 Antworten dann nochmal gegeben auf 530 Kommentare von folgenden ihnen. Die hatten auch irgendwie gar nicht mal so wenig Follower schon zu dem Zeitpunkt. Gut, und das finde ich doch irgendwie so eine Situation, die finde ich ein bisschen verstörend. Und da gucke ich jetzt gar nicht in Richtung der Social-Media-Beauftragten. Ja, die machen einen Job, die wollen Geld nach Hause bringen, die haben irgendwie ihre Vorgaben. Ich schaue noch nicht mal auf die Vorgesetzten von denen, das heißt also die Leitung des Social-Media-Teams. Und ich glaube, was hier links schiefgegangen ist, das ist schon eine Frage der
oberen Management-Ebene. Ja, hier müssen meiner Meinung nach im öffentlichen Dienst mal andere Fragen gestellt werden, nämlich was ist eigentlich unsere Aufgabe, was bedeutet für uns freie, offene, selbstbetriebene Infrastruktur, auch im Bereich von Kommunikation, von Vernetzung und von Social Media. Und da scheint mir hier beim BMBF so das eine oder andere schiefgelaufen zu sein. Und ich habe jetzt mal einen ganz simplen Plan mitgebracht, der vielleicht gar nicht so wie, ich sehe das Handzeichen, ich weiß, was du sagen willst, ich komme dazu. A simple plan. Ich würde sagen, Einrichtungen im öffentlichen Dienst, wenn ihr das hier alles bespielen wollt, ja, dann macht es halt. Ja, wenn ihr dafür die Ressourcen habt, wenn ihr dort eure Zielgruppen seht, wunderbar, gar kein Problem. Lasst eure Social-Media-Teams das machen. Aber ist es wirklich so viel Aufwand, noch einen einzigen zusätzlichen Dienst zu machen, der dann aber frei ist? Ja, zumindest ein freies Netzwerk bespielen. Und bespielen würde ich dann auch so definieren im Sinne von nicht nur eine Zweitverwertung von dem, wir machen eins zu eins, kopieren wir die Sachen rüber, was wir irgendwo auf LinkedIn machen, sondern schon ein bisschen ernst nehmen, weil keiner kommt auch auf die Idee, TikTok so zu bespielen wie LinkedIn. Ja, da brauche ich auch eine völlig andere Ansprache, das hat ganz andere Dynamiken, Insta ganz genauso. Ja, nehmt dann doch das Fediverse und Mastodon an der Stelle auch mal ernst und guckt mal ein bisschen, was da eine Rolle spielt. Und gerade die Interaktion spielt dort eben eine größere Rolle als anderswo. Ich finde, das ist nicht so schwierig. Das Ganze hat dann noch ein Happy End bekommen hier mit dem BMBF. Sie sind dann gestern oder ja vorgestern zurückgerudert und haben gesagt, oh mein Gott, das hätten wir gar nicht gedacht, dass hier so viele Leute uns lesen. Wir bleiben jetzt doch hier und stellen sogar noch jemand ein. Ja, prima, super, Vorbild. Noch besser wäre es halt gewesen, es wäre zu dieser Situation gar nicht erst gekommen. So, und dann, das Handzeichen war ja schon da, vielleicht nochmal vom Jetzt noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Wo kann das vielleicht bei uns im speziell bibliothekarischen Kontext eine Rolle spielen? Ne? Und vorher ging es ein bisschen darum, uns Bibliothekar und Bibliothekarinnen untereinander zu vernetzen und eben auch darum, die Institutionen da zum Austausch zu bringen. Aber, und das war so ein Spielzeugprojektchen, würde ich sagen, dass ich auch, SCOHUB steht für Simple Knowledge Organization, ne? Das ist so ein Standard. Aber links seht ihr so einen ganz normalen Suchschlitz und so ein Suchsystem, wie wir Bibliotheken das unseren Nutzen präsentieren. Die gehen da also hin, suchen irgendwas. So ein klassisches Pull-Prinzip, ne? Und gut ist. Und ich finde schon, dass man auch drüber nachdenken kann, wie man vielleicht eben tatsächlich auch Mastodon oder das Fediverse benutzen kann, um so eine klassisch bibliothekarische Aufgabe wie eben qualitativ hochwertige Informationen an Mann und Frau zu bringen, nochmal benutzen kann. Ne? Also Bibliothekswesen kommt ja ein bisschen aus so einer Gatekeeper-Funktion. Früher war die Information so wohlgeordnet in einem Garten und dann kam der Bibliothekar, die Bibliothekarin hat gesagt, bitte hier entlang. Und mittlerweile ist es vielleicht mehr so eine Rolle in dem Dschungel da draußen, eine wegweisende Rolle einzunehmen. Und da finde ich es schon auch einfach einen Gedankenwert, was eben diese dezentralen Netzwerke da für eine Rolle spielen können. Kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ich hänge hier noch rum, wer Bock hat, darüber zu reden. Gerne. Schon eine Umdrehung konkreter ist das, was ich im Bereich der öffentlichen Bibliotheken vorhabe, der ÖBs. Es gibt seit vielen, vielen Jahren so dieses Schlagwort Bibliotheken als dritte Orte. Ja, dritter Ort-Konzept meint, es gibt die Arbeitswelt auf der einen Seite und die private Welt auf der anderen Seite. Und Bibliotheken sind in so einer ganz spannenden Grauzone. Ja, da gehe ich als Studi vielleicht hin, um mich besser konzentrieren zu können als zu Hause, mache was für die Uni, sitze aber nicht an der Uni, sondern eben wirklich an so einem etwas undefinierten dritten Ort. Und es gibt ganz viele Beispiele, wo das ganz gut greift. Und eine Frage, die ich mir seit vielen Jahren stelle, ist, was würde eigentlich passieren, wenn man hier noch so ein Wort hinzufügt und sagt, Bibliotheken als digitale dritte Orte. Was passiert da eigentlich? Was lassen wir da eigentlich an Potenzial auf der Straße liegen? Zwar insbesondere in der Kombination von den Standorten, die wir haben, zu dem, was wir vielleicht dann auch noch digital machen könnten. Ja, also der Gedanke ist nicht, wir machen jetzt alles nur noch digital und die Leute sollen nicht mehr in die Häuser, sondern ganz im Gegenteil, wie man vor Ort in den Standorten selber eine digitale Ebene einziehen kann. Damit werde ich mich im nächsten Jahr vor allen Dingen beschäftigen. Und natürlich wird das Ganze Open Source sein. Und natürlich werden wir uns auch anschauen, wie wir dort das Fediverse entsprechend ansetzen können. Das heißt also, es bleibt dabei auf eure Bibliotheken. Könnt ihr euch verlassen. Vielen Dank.